Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Und ja, es ist tatsächlich so, dass es jetzt 2 Wochen lang keine Bücherwoche mehr gab. Die letzte Bücherwoche müsste ja dann so am 4. gewesen sein. Nein, ich glaube sogar noch am 11. gab es eine Bücherwoche. Ja, am 11. Januar. Und ich fasse heute die Wochen 2, 3 und 4 zusammen. Ja, manch einer hat auf Instagram schon gefragt, was denn mit den Bücherwochen ist und warum es auch nur ein anderes Video pro Woche gab. Es ist jetzt in den letzten 3 Wochen so ein bisschen was zusammengekommen, was es nicht so ganz leicht gemacht hat zu lesen und auch Videos zu drehen. Also die Woche vor meinem Geburtstag, also die zweite Bücherwoche sozusagen oder die zweite Kalenderwoche, war noch relativ normal. Ich war in München unterwegs und da verlief eigentlich noch alles ganz gut. Und am Samstag, den 11. Januar, musste ich meine Sandy gehen lassen. Ich hatte euch ja in mancher Bücherwoche schon mal erzählt, dass sie so ein bisschen kränkelt. Und an dem Tag ging dann leider nichts mehr. Und es war dann die, ich glaube, beste Entscheidung, die wir einfach treffen konnten. Und wir mussten sie gehen lassen. Es ist nicht leicht, immer noch nicht. Ich vermisse sie noch sehr und ich hadere auch noch mit einigen Dingen. Man fühlt sich da so ein bisschen, als würde man Gott spielen. Auf der einen Seite finde ich das gut, dass man Tiere von ihrem Leid erlösen kann. Auf der anderen Seite ist das halt immer eine Entscheidung, wo man denkt, will man die eigentlich fällen? Ich komme da zu keiner Lösung und ich bin da aber auch kein Mensch, der einfach weitermacht und so tut, als wäre das alles irgendwie normal und der morgige Tag wird besser. Ich kämpfe noch sehr mit mir und meinen Gedanken dazu. Und es ist für sie besser. Sie wurde vom vorhergehenden Tierarzt im Grunde falsch therapiert, beziehungsweise hat er etwas anderes angenommen, was es dann letzten Endes war. Und dann war tatsächlich gar nicht mehr viel zu machen. Und im Nachgang sage ich, man sollte sich vielleicht immer eine zweite Meinung einholen, aber jetzt ist es einfach so, wie es ist. Ich habe dadurch dann in dieser Woche auch gar kein Buch beendet gehabt. Ich hatte 2 begonnen. Die darauffolgende Woche war ich wirklich sehr niedergeschlagen, mich hat das sehr mitgenommen. Ich bin nicht groß irgendwie zum Lesen gekommen, Gedanken sind immer geschweift. Und als ich dann dachte, so irgendwie, jetzt geht's wieder normal weiter, so nach einer Woche, normal in Anführungszeichen, hat mich eine sehr schwere Erkältung erwischt. Also mit Mandelentzündung, Ohrenschmerzen, Kopfschmerzen, Schnupfen. Ich glaube, man hört es auf der Stimme noch ein bisschen an. Ich habe auch Tee hier stehen. Also so mancher Cut wird jetzt benötigt, um mal einen Schluck zu trinken. Mich hat es wirklich niedergelegt. Ich habe viel geschlafen, ich habe Serie geschaut, ich habe Hörbuch gehört, dazu kommen wir dann. Und habe auch in dieser Woche nicht wirklich was gelesen. Also ich habe dann zwar zwischenzeitlich die 2 Bücher aus der Bücherwoche 2 sozusagen beendet, aber nicht wirklich groß was Neues angefangen. Und wenn man irgendwie auch mit 38,5 erhöhter Temperatur, Fieber rumliegt, da ist dann nicht allzu viel. Ich merke noch so ein bisschen den Hals, die Stimme klingt auch noch ein bisschen belegt und ich bin auch noch ein bisschen schlapper als sonst, was auch vielleicht auch einfach noch mit dem Antibiotika zu tun haben kann. Und so kam in den letzten 3 Wochen doch ein bisschen was zusammen, beziehungsweise ja eigentlich nur in 2 Wochen. Die Woche vorher war eigentlich noch relativ normal. Es ist jetzt aber so gewesen, ich hatte auch erst überlegt, spreche ich über die einzelnen Wochen und lade die hoch, und dann dachte ich, nein, im Grunde habe ich nur 2 neue Bücher gelesen, 2 alte gereadet und ein Buch möchte ich euch vorstellen, was jetzt erschienen ist. Dann dachte ich mir, das kann ich auch in eine Bücherwoche packen. Vor allem, weil über die Rereads muss ich gar nicht so viel erzählen, die habe ich euch im Hörgenuss des Monats schon vorgestellt. Der am Donnerstag online gegangen ist. Ich hatte 3 Videos vorbereitet
Und als ich so ein bisschen abgesehen habe, okay, ich bekomme das mit neuen Videos nicht hin, habe ich die jetzt halt wirklich pro Woche aufgeteilt. Sonst kommt ja theoretisch sehr häufig Dienstag und Donnerstag ein Video von mir, zusätzlich zur Bücherwoche. Und so konnte ich jetzt aber die drei Videos, die ich hatte, schön verteilen, dass zumindest einmal in der Woche ein Video gekommen ist. Ja, es ging einfach nicht anders. Und ja, YouTube ist ein Hobby, YouTube macht Spaß. Aber man muss dazu auch Lust haben. Also wenn man sich hier verheult hinsetzt, ich glaube, das will auch einfach keiner sehen. Ich glaube auch, das etwas Kränkliche, das lässt sich einfach nicht vermeiden. Es ist, man kommt da manchmal nicht drum rum. Und eine Bücherwoche vordrehen geht halt auch nicht schlecht. Ist auch schlecht, auch wenn ich diesen Puffer ja von der Woche jetzt habe. Hätte ich am Montag geahnt, dass es mich Dienstag so niederlegt, hätte ich vielleicht am Montag zumindest noch das Video gedreht, aber... Nein, ich mache mir da keinen Stress und ich danke auch allen, die so ein bisschen auf Insta mal nachgefragt haben oder auch im einen oder anderen Kommentar unter den neuen Videos. Das fand ich ganz lieb und habe da natürlich gern Auskunft gegeben. Neben Büchern habe ich auch ein bisschen Serie geschaut. Ich glaube, dazu werde ich dann auch ein bisschen was erzählen. Aber ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal mit den Büchern an. Ich rutsche da mal ein. Rutsch zur Seite. Ja, Wortfindungsstörung. Also, wenn es hier so brutzelt, bei mir ist der Holzofen gerade ein bisschen an. Deswegen, glaube ich, glühe ich auch gerade ein bisschen, weil es mich hier total anstrahlt. Aber ich denke, das kriegen wir irgendwie hin. Ja, das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist kein Buch, das ich direkt in dieser Woche gelesen habe, sondern es ist endlich erschienen und ich durfte es ja schon testlesen im Dezember. Und zwar ist es Neverending Story von der lieben Jackie Felgut, der dritte Teil der New York Love Stories. Ich hatte euch, glaube ich, irgendwann im Dezember schon erzählt, dass ich es testgelesen habe und jetzt ist es seit etwas über einer Woche auch online erhältlich und da möchte ich jetzt natürlich auch meine Rezension nachreichen. Dann habe ich von Anne Barnes Bratapfel am Meer gehört. Das war eine Empfehlung von zwei Freundinnen, ganz unabhängig voneinander und so habe ich mich hier ein bisschen an die, war es die Nordsee? Ja, ich glaube schon. Treiben lassen. Und dann hat ja die liebe Ruth von Zwischen 1000 Zeilen sehr geschwärmt von der Virgin River Reihe. Und zusammen mit der lieben Becky habe ich dann Neubeginn in Virgin River gelesen von Robin Carr. Auch weil ich mir die Serie auf Netflix ansehen wollte und Ruth schon meinte, man sollte die ersten zwei, drei Bände kennen, sonst würde man sich da wohl ein bisschen spoilern. Dazu aber dann natürlich mehr. Und dann zwei Hörbücher, die ich, während ich krank war, weggesuchtet habe, sind Harry Potter Band 1 und 2 und Der Stein der Weisen und Die Kammer des Schreckens, gelesen von Rufus Beck. Werde ich jetzt hier gar nicht so viel dazu erzählen, denn ich habe im Hörgenuss schon geschwärmt. Und das ist für mich wirklich eine Hörbuchreihe, die wunderbar vertont ist, die Spaß macht und die mir einfach sehr, sehr gut gefallen hat. Wir beginnen aber jetzt mit Neverending Story von Jackie Felgut. Der dritte Teil der New York Love Stories ist nun endlich da. Ihr findet unten in der Infobox alle Infos zu allen Büchern, auch die Links zu Ruth zum Beispiel oder Becky und auch zu meinen Bücherwochen zu Teil 1 und 2. Schaut da einfach mal vorbei, ihr findet da alle Buchinformationen und auch die Links zu den Büchern und was euch da interessiert, könnt ihr da auf jeden Fall finden. Ja, der dritte und abschließende Teil dieser Serie, denn es ist ja nicht direkt eine Reihe, die aneinander aufbaut, sondern man kann jeden der Bände mehr oder weniger unabhängig voneinander lesen, je nachdem, ob euch Jane vielleicht jetzt am spannendsten vorkommt, die im dritten Teil der Hauptcharakter ist, oder ob es Ben ist aus Band 2 oder Luke aus dem ersten Teil. Das ist komplett unabhängig voneinander lesbar. Es gibt natürlich schon so eine Handlung im Hintergrund, die sich so ein bisschen aufbaut, aber ich finde wirklich, dass Jackie es hier geschaffen hat, zwar irgendwo diesen roten Faden zu haben, aber auch den roten Faden pro Geschichte und dass man es auch wirklich unabhängig voneinander lesen kann. Und ich weiß von Jackie, dass sie sowohl Testleser hatte, die alle Bände hintereinander weggelesen hat, zu denen ich zum Beispiel auch gehöre, als dann eben auch, dass sie Testleser hatte, die immer nur einen Band gelesen haben, ohne den anderen zu kennen, um dann eben zu sagen, okay, funktioniert das mit der Unabhängigkeit. Und ja, wir sind, wie es die Überschrift der Buchreihe schon sagt, in New York City. Wir haben ein Wohnhaus mit einem sehr speziellen Mietvertrag
Und ja, wir kennen bereits Ben und Luke aus Band 1 und 2, insofern man das gelesen hat, aus Home Sweet Home und Dance With Me. Und Home Sweet Home hat im Übrigen auch ein neues Cover bekommen, was sich jetzt wunderbar in die Reihe einfügt. Und ich zwar das alte Cover so ein Hauch schöner fand, aber jetzt natürlich, dass es eine Reihe ist, natürlich jetzt auch perfekt zueinander passt. Und ja, wir treffen jetzt eben auf die Schwester von Ben und Luke auf Jane, und die hat sich mit ihrem Stiefvater verkracht, zieht jetzt aus der Wohnung aus, hat die Firma verlassen, für die sie bei ihm gearbeitet hat, und ja, ist auf der Suche nach einer neuen Wohnung und denkt da natürlich an die Wohnung, wo auch ihre Brüder irgendwie Hilfe gefunden haben, und zwar bei ihrer Großmutter Nettie, mitten im Herzen von New York City. Sie möchte in das Haus einziehen, allerdings hätte sie nicht mit Matthew gerechnet, einem Engländer, der auf Durchreise ist, der aber auf der Suche ist nach einer günstigen Wohnung. Und ja, beide müssen jetzt im Grunde herausfinden, wer denn in diese Wohnung einziehen darf. Das ist die Aufgabe von Nettie. Und so lernen sich beide natürlich kennen. Und wir erfahren auch, weswegen Matthew in den USA ist, in New York City ist. Denn er ist auf der Suche nach einem Freund, der ihm irgendwie abhanden gekommen ist und den er jetzt eben suchen muss. Und so beginnt eine Kennenlern-Tour der beiden, die aber auch so eine Schnitzeljagd durch New York City ist und natürlich auch so ein bisschen Freundschaft und Liebe und Familienthemen aufgreift. Und ja, das im wunderbar gelungenen Stil von der lieben Jackie. Ich finde, die ganze Reihe ist eine wunderbare Geschichte. Es geht hier natürlich im Großen und Ganzen schon um eine Familie, die irgendwie zerstreut ist, die ja ihren Weg einfach wieder finden muss zueinander. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen, jeder ist anders, jeder ist speziell. Alle verbindet aber natürlich etwas, denn sie sind eine Familie. Und daneben haben wir halt dieses wunderbare Haus von Nettie mit dem sehr speziellen Mietvertrag, das ich eine großartige Idee finde. Und natürlich hat man auch in jeder Geschichte auch so ein bisschen eine Liebesgeschichte. Und ich finde, die Komponenten, das sind einfach Komponenten, die Jackie unglaublich gut erzählen kann. Also man merkt diese Familienliebe, diese Twists, New York City, die Liebe, die sie dazu hat, und eben auch zu ihren einzelnen Protagonisten. Das ist einfach richtig, richtig spürbar und hat man auch im dritten Band gespürt. Ich packe euch die Bücherwochen zu Teil 1 und 2 natürlich auch unten in die Infobox. Wenn euch die Geschichten interessieren, was ich dazu sage, schaut da gerne auch mal vorbei. Ich bin ein großer Fan der Reihe, denn sie spielt in New York City, und ich finde, man spürt das in diesem Band noch ein Stückchen mehr und besser als in den beiden Vorgängern, weil man eben eine Art Schnitzeljagd macht, man an unterschiedlichen Locations ist, man auch Locations wieder trifft, die man schon kennt. Man trifft natürlich auch auf Charaktere, die man schon kennt. Und ich mochte auch Jane unglaublich gerne. Man hat sie von einer Seite kennengelernt, die uns im Band 1 und 2 noch so ein bisschen ja versteckt wurde, verborgen geblieben ist, und ich habe sie sehr schnell in mein Herz geschlossen. Ich mag besonders, wenn Jackie Kopf und Bauch miteinander sprechen lässt. Das gelingt auch hier wirklich ganz wunderbar bei Janes Gedanken und ihrem Bauchgefühl. Und man hat eben immer das Gefühl, wenn man mit Jane unterwegs ist, dass man auch wirklich mit ihr unterwegs ist. Also sie reißt einen wirklich mit in die Geschichte. Man ist in New York City, man strömt sozusagen diese ganzen Eindrücke auf einen ein. Und das klappt auch sehr gut in Kombination zwischen Jane und Matthew und natürlich auch den Brüdern Luke und Ben, die ja auch so ein bisschen eine kleine Nebenrolle spielen. Zudem haben wir das etwas größere Familienthema hier drin, denn die Konflikte, die es einfach gibt, die werden hier ein bisschen mehr herausgearbeitet, weil Jane eben auch einfach ein Teil des Konfliktes irgendwie ist oder war. Und ich finde, das hat Jackie großartig gemacht. Also sie hat nicht nur Janes Geschichte wunderbar erzählt, die Schnitzeljagd toll fortgeführt, sondern eben auch dieses große Thema, was die ganze Geschichte ausmacht, wirklich wunderbar erzählt und rübergebracht. Und ich mag den Stil von Jackie Felgut unglaublich gerne. Ich mag es, dass man das Gefühl hat, es sind alles normale Menschen, es ist aus dem Leben gegriffen. Die Dialoge könnten wirklich zwischen Freunden irgendwie passiert sein, und es fühlt sich einfach an, als würde man inmitten der Menschen stehen und die verfolgen, als wäre man mit denen am Tisch und sie erzählen ihre Geschichte. Und das macht einfach unglaublichen Spaß. Immer, immer wieder. Zudem mag ich es, dass die ja, Liebesgeschichten nicht so hoppla hopp sind, sondern sich wirklich ganz langsam aufbauen, dass da so ein Funken ist und so eine Brise hier und ein schelmisches Lächeln da, und dass das eben wunderbar aufeinander aufbaut, auch wenn man denkt, dass die ja nicht so viel Zeit
vom Ablauf haben von den Tagen, aber man eben doch das Gefühl hat, es ist zwar irgendwie schon so eine gewisse Zuneigung auf den ersten Blick oder auf dem zweiten, aber der Rest braucht eben seine Zeit. Und ich mag solche Geschichten einfach viel lieber, als wenn das so eine Instant Love ist, wo man denkt, ja, wo kommt dann das jetzt eigentlich her? Sondern man merkt eben, dass die auch mitten im Leben stehen, jeder so sein Problemchen hat und einfach man auch manchmal nicht so aus sich heraus kann, wie man es vielleicht gerne möchte, obwohl, also, ne, man es vielleicht eigentlich schon sollte und könnte, aber manchmal steht man sich halt selbst im Weg. Und das greift für mich Jackie Feelgood wieder wunderbar auf. Und es ist wirklich auch wieder diese Mischung aus all diesen Themen, aus diesen Charakteren. Und das hat mir einfach wieder wunderbar gefallen. Ich mag die Liebesgeschichten, ich mag diese Lebensgeschichten, die darin enthalten sind. Und ich bin einfach ein Fan. Und auch hier merkt man wieder, dass Jackie gewachsen ist, dass sie ja auch so eine besondere Brise mit hineingepackt hat, dass auch dieses große Ganze, wenn man jetzt alle drei Bände kennt, dass das eine wunderbare Geschichte ist, die einem nahe geht und die einen einfach wirklich mitnimmt. Und das ist richtig, richtig schön. Eine tolle Geschichte, die mich sehr begeistert hat, die mich gut unterhalten hat, für die ich gerne Test gelesen habe und dann natürlich auch im Austausch mit Jackie gegangen bin, aber auch die Endgeschichte wirklich richtig, richtig schön und zudem die wunderschönen Cover muss man auch einfach ansprechen, die ich ganz, ganz toll finde. Und aktuell gibt es das Buch auch zu einem Aktionspreis. Findet ihr, wenn ihr auf Amazon klickt, beim E-Book findet ihr das. Ich glaube auch Band 1 oder 2 ist irgendwie reduziert worden. Also schaut da einfach mal vorbei. Günstiger wie jetzt wird es wohl nicht mehr die Reihe sozusagen sich zu besorgen und dann natürlich auch zu lesen. Und ich finde, sie ist jeden Euro mehr als wert. Und großes Kino bei der lieben Jackie. Ich bin schon gespannt, was uns dieses Jahr noch von ihr erwarten, was wir von ihr erwarten können und was da als nächste Geschichte folgt. Und ich fand's toll, mir hat's gefallen und ich wünsche euch, wenn ihr euch die Bücher zulegt, ganz viel Spaß beim Lesen. Dann kommen wir zum ersten regulär gelesenen Buch aus der Kalenderwoche, Bücherwoche 2. Und zwar Bratapfel am Meer von Anne Barnes. Ein Buch, das mir unabhängig von zwei Freundinnen empfohlen wurde. Mich hat das Cover sehr angesprochen und auch die Sprecherin Luise Schubert, die ich mir vorher in so einer Hörprobe angehört habe, die hat mir sehr gut gefallen und das hat sich dann auch beim kompletten Hören bestätigt. Es gibt wohl schon einige Bücher der Autorin, die sich ums Meer drehen und wir waren wohl auch schon mal in Juist, in der diese Geschichte spielt, sodass manche Charaktere darin wohl Lesern der Autorin auch schon bekannt vorkommen. Allerdings kann man es komplett unabhängig voneinander lesen. Ja, mich hat das Cover angesprochen und auch so ein bisschen dieses winterliche Feeling und trotzdem gehen wir nach Juist, einer ostfriesischen Insel, sowas. Und von der ich gefühlt vorher noch nicht sehr viel gehört habe. Und aber das ist natürlich trotzdem an der Nordsee. Also es ist eine ostfriesische Nordseeinsel. Ja, um es grammatikalisch und geografisch richtig zu sagen. Und da reisen wir zusammen mit Caro hin, die ihren Hund Einstein packt und eine Auszeit vom Leben braucht und möchte sich da einfach neu sortieren. Sie wurde von ihrem Mann wegen einer anderen Frau verlassen und ist als Schwester im Krankenhaus doch ganz schön viel Stress gewohnt, wo sie jetzt aber einfach sagt, sie braucht hier eine Auszeit. Zudem ist sie auch nicht mehr so richtig zufrieden mit dem Job, weil es gefühlt nur noch ums Geld verdienen geht, was eben gerade die Klinik angeht. Und nicht mehr um den Menschen, der dahinter steht. Und das bringt sie doch zu so manchen Gedankenumschwungen, wo sie einfach sagt, ich muss da jetzt Urlaub nehmen, ich muss da über mich nachdenken, über die Arbeit nachdenken und was da zukünftig ich in meinem Leben machen möchte. Auf Juist möchte sie für eine gestorbene Patientin auch etwas erledigen, was ich eine sehr schöne Idee fand und findet dort doch ein bisschen mehr als nur so ein bisschen Freiheit und Auszeit und es finden sich auch so ein paar Freunde wieder und es knistert und nicht nur beim Ofen, sondern auch in der Geschichte. Es ist also so eine Geschichte, die so ein bisschen nach Sinnsuche geht und ich finde es immer schön, wenn Menschen so nach mir kommen und die Antworten im Grunde am Meer suchen. Ich bin tatsächlich auch ein Mensch, der am Meer, also es gibt ja so einen schönen Spruch, der heißt, am Meer verschwinden nicht deine Probleme oder findest du auch nicht die Antworten, aber du vergisst die Fragen.
Und das finde ich eine sehr schöne Beschreibung. Und ich bin jemand, bei dem das am Meer wirklich auch wunderbar funktioniert, dass alle Probleme irgendwie ganz klein werden und man sich auch manchmal fragt, warum hatte ich damit eigentlich ein Problem? Und so sind mir natürlich Charaktere, die ähnlich funktionieren und ans Meer fahren, um sich eine Auszeit zu nehmen und ja, da einfach nach etwas suchen, sind mir natürlich so auch ein bisschen näher. Also nur, ne? Und deswegen konnte ich mich mit Caro auch sehr gut identifizieren. Man hat hier definitiv ein Wohlfühlbuch, was unglaubliche Lust auf Essen und Meer macht, das muss man ganz klar sagen. Also es wird sehr viel gegessen, es ist sehr Leckeres dabei und wir sind auch wirklich eine ganz tolle Zeit am Meer. Ich mochte den Schreibstil von Anne Barnes sehr gerne. Ich fand, es war ein sehr flüssiger Stil, sehr modern, er war sehr ansprechend, er war sehr wohlig, er war bildhaft, er hat wunderbare Dialoge gehabt und ja, er hat einen einfach auch mitgenommen und er hat die Gedanken der Charaktere sehr gut rübergebracht und uns näher gebracht und hat uns so ein bisschen mitfühlen lassen. Die Geschichte erzählt eben von Freundschaft, Vergangenheitsbewältigung, es ist so eine Art Selbstfindung und natürlich spielt auch die Liebe eine kleine Rolle und das fand ich ebenfalls richtig gelungen, dass das nicht so der große Posten in dieser Geschichte war, sondern eben, dass das so ein bisschen nebenbei, aber mit einem besonderen Augenmerk erzählt wurde. Die Insel fand ich wunderbar beschrieben, man möchte gefühlt direkt hinreisen, man hatte direkt so, ja, so dieses wohlige Gefühl, angekommen zu sein, da zu sein und ja, im Grunde auch das, was die Protagonistin, was Caro gespürt hat, das hat man auch als Leser gespürt und das hat die Autorin für mich richtig gut rübergebracht. Es gibt viele, viele Gefühle, wirklich von Fröhlichkeit über Traurigkeit, über Romantik. Man hat da wirklich alles dabei und auch das, finde ich, hat die Autorin sehr gut geschafft, immer diese Bögen zwischen den Gefühlen zu schaffen und das hat mir wirklich auch großen Spaß gemacht, um mich da fallen lassen zu können und eben so mit ein bisschen Trauer mitzugehen, aber auch der Fröhlichkeit, dann als es so ein bisschen funkte und die Liebe so ein bisschen kam und dann wieder Freundschaftsgefühle und dass das richtig toll war und das hat die Autorin ganz, ganz wunderbar geschaffen. Allerdings ist die Geschichte, um die es ja so vermeint eigentlich geht, die Geschichte der verstorbenen Patientin, hier hat auch was mit einer Kette zu tun, die was eben mit der Insel zu tun hat. Das kam für mich ein bisschen kurz. Das war im Klappentext gefühlt ein bisschen deutlicher, klarer, dass man eigentlich das Gefühl hatte, darum dreht sich die Geschichte. Und ich weiß auch nicht so richtig, ob ich mit dem etwas zu offenen Ende, ob das so meins ist. Also ich habe grundsätzlich nichts gegen offene Enden, weil ich glaube, man kann sich da immer schon so ein bisschen was selbst auch darunter vorstellen und seine Gedanken machen. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das ein bisschen geschlossener vorgestellt hätte oder gewünscht hätte, um ja so ein bisschen ein abschließenderes Ende zu haben. Hat das jetzt hingemacht? Ich weiß natürlich nicht, ob vielleicht eine nächste Geschichte von Anne Barnes da irgendwie drauf zurückgreift, sodass sich da vielleicht das etwas offenere Ende ein bisschen mehr schließt. Alles in allem eine wunderbare Wohlfühlgeschichte, die mich gut unterhalten hat, die ich eben auch nach den etwas schlimmeren Dingen einfach hören konnte und mich tatsächlich auch fallen lassen konnte, was mir beim Selberlesen einfach nicht gelungen ist. Und ja, umso schöner fand ich es, dann eben das Hörbuch zu hören. Und finde es tatsächlich gut, wenn ein Hörbuch da herausbringt und einen mitnimmt und man eben auch einfach mal für eine halbe Stunde oder Stunde ja, das alles so ein bisschen vergessen macht. Und das hat für mich Bratapfel am Meer auf jeden Fall geschafft. Ja, das nächste Buch habe ich dann zusammen mit der lieben Becky gelesen. Ihren Account findet ihr unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Angefixt wurden wir von Ruth, auch ihr Account unten in der Infobox. Und zwar von Robin Carr, Neubeginn in Virgin River. Ja, Ruth hat unfassbar von dieser Reihe geschwärmt und dann habe ich mitgesehen, dass es auf Netflix eine Serie dazu geben wird. Und hier hat Ruth schon gesagt, also wenn du das Buch noch lesen möchtest, was du auf dem Sub hast, dann solltest du so Band 1, 2 auf jeden Fall gelesen haben, sonst spoilerst du dich durch die Serie. Ich glaube sogar, dass es noch mehr Bände gefühlt sind, die jetzt in der ersten Staffel drin waren, als nur der erste Band. Aber stimmt, es passieren in der Serie bereits viele Dinge mehr, die hier noch gar nicht stattgefunden haben. Es gibt eine Neuauflage des Covers,
Und es gibt, glaube ich, auch aktuell um die 20 Bände. Ich blende euch jetzt einfach mal die Neuauflage ein, die ich tatsächlich relativ schick finde. Sie wirkt natürlich schon sehr modern im Vergleich zu meiner Ausgabe und entspricht auch so ein bisschen dem Stil der heutigen Zeit. Und Becky hat das Buch, glaube ich, als Schnäppchen irgendwo entdeckt und sich mitgenommen, direkt auch schon in der Neuausgabe. Und ich dachte aber, gut, ich lese jetzt trotzdem erstmal in meiner alten, die ich, glaube ich, im letzten Jahr irgendwo mal sehr günstig auch gebraucht gekauft habe. Ja, in Virgin River treffen wir auf Mel. Sie ist eine junge Ärztin aus Los Angeles und nach dem Tod ihres Mannes zieht sie nach Virgin River. Ein unscheinbares Städtchen, in dem gefühlt nicht viel passiert, weit ab von allem mit viel Wald drumherum und auch so ein paar kauzigen Einwohnern. Ja, sie soll dort den Arzt unterstützen, der schon ein bisschen älter ist und ja, hier auf jeden Fall ihm auch zur Hand gehen. Zudem ist sie nicht nur Krankenschwester, sondern auch Hebamme, was natürlich auch gerade den Jungfrauen, die werdenden Mütter, da auf jeden Fall zugute kommen soll. Ja, sie will dort Abstand finden zu doch etwas sehr brutalen Welt in Los Angeles. Dort hat sie auch eine Intensivklinik oder war es so eine Notfallklinik, ich krieg's nicht mehr genau hin, gearbeitet, was sie doch sehr an ihre Grenzen gebracht hat. Und nach dem Tod ihres Mannes wollte sie einfach nur noch Abstand, hat alles verkauft und zieht dort in ein Häuschen. Und ja, ihre Schwester Joey ist nicht ganz so gut davon begeistert und rät ihr eigentlich dazu ab. Doch Mel sagt, sie muss hier Abstand finden und zieht dorthin. Dort angekommen ist aber nicht so, wie es scheint, angefangen vom Haus, das nicht so aussieht, wie sie es auf den Fotos kennt, weiter vom Arzt, der eigentlich gar nicht eine Unterstützung wollte, sondern das eigentlich die Bürgermeisterin wollte. Und ja, alles ist anders und so richtig glücklich ist sie nicht. Dennoch bleibt sie erstmal und unterstützt den älteren Doc bei verschiedenen Besuchen, Krankenuntersuchungen und eben auch als Hebamme. Und sie trifft dort auf den Barbesitzer Jack, ein Mann, ja, ich glaube ähnlichem Alters, der so seine Vergangenheit im ein oder anderen Kriegseinsatz hinter sich gebracht hat, was ihn sehr geprägt hat, was ihn noch immer mitnimmt. Und ja, er ist Marine gewesen und hat jetzt diese Bar. Und ja, so lernen wir durch diese Bar und Jack und natürlich auch Mel auch die anderen Stadtbewohner kennen und wie die so ticken, was sie so machen. Und ja, natürlich erfahren wir auch die zurückgelegenen Geschichten der beiden. Und ja, dann bahnt sich natürlich etwas an, was ein bisschen mehr ist als Freundschaft. Und ja, das ist so ja, im ersten Teil vertreten. Ich fand den Schreibstil von Robin Carr sehr angenehm. Er ist sehr unaufgeregt, er ist sehr langsam, er ist ja wirklich entspannt, er bringt uns die Charaktere näher und gerade auch Mel und Jack werden wunderbar ausgearbeitet, bekommen eine Vergangenheit, bekommen ein Gesicht und auch das Miteinander zwischen den beiden klappt wirklich richtig schön. Mir persönlich hat ein bisschen Spannung gefehlt. Es gab zwar innerhalb der Geschichte so den einen oder anderen Spannungspunkt, aber alles in allem hat mir so ein bisschen der ganze Spannungsbogen innerhalb der Geschichte gefehlt. So richtig, wo sollte es hin? Ist das die reine Liebesgeschichte, die sich irgendwie entwickelt, die aus Freundschaft vielleicht Liebe werden könnte? Ja, was hat es mit den Vergangenheiten der beiden zu tun? Mir hat hier so ein bisschen ja, die Spannung einfach gefehlt. Und ja, natürlich weiß ich, dass ich hier einen Wohlfühlroman lese oder eine Liebesgeschichte, aber so ein bisschen Spannung hätte ich doch ein bisschen schöner gefunden. Die Hauptcharaktere, fand ich, waren sehr gut erzählt. Also neben Mel und Jack konnte man sich auch Doc sehr gut vorstellen, die Bürgermeisterin. Ja, die Nebencharaktere waren leider ein bisschen blass, haben bei mir auch nur sehr wenige Gesichter im Kopf gebildet. Ich habe auch mit manchen Namen nicht so richtig was anfangen können und war das jetzt die von da und da oder ist das die von dort und dort? Und ach, die war das und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Auch der Spannungsbogen der ganzen Geschichte war, wie gesagt, ein bisschen flach. Es gab immer mal wieder so einen spannenden Moment innerhalb der Geschichte, mir aber fast ein bisschen, ja, zu wenig. Es ist ein schönes, idyllisches Städtchen mit Charme, aber doch ein bisschen beschränkt erzählt. Also das fand ich tatsächlich sehr schade, denn ich hätte mir hier auf jeden Fall mehr Städtefeeling gewünscht, auch mehr Dinge, die dann innerhalb der Stadt geschehen, sei es dann eben irgendwelche Partys oder dass man sich in Jacks Bar trifft oder Veranstaltungen oder was auch immer. Das hat mir hier so ein bisschen gefehlt.
Zum Vergleich zu der Serie, also ich habe die erste Staffel jetzt, wie ich krank war, wirklich weggesuchtet. Es ist eine sehr wohlfühlige Serie, die mich gut unterhalten hat. Sie ist seicht, sie ist aber wirklich schön. Also genau das, was man braucht, wenn man nicht groß denken möchte, wenn man sich berieseln lassen möchte, hat mir gut gefallen. Ich muss aber auch klar sagen, was ich schöner fand an der Serie, ist definitiv, dass mehr passiert ist, dass mindestens 3 Bände sozusagen in dieser ersten Staffel erzählt wurden, denn es gab definitiv Charaktere, die jetzt hier schon eine Hintergrundgeschichte haben, was ich im ersten Buch noch nicht gelesen habe. Mir haben die Schauspieler sehr gut gefallen. Ich mochte wirklich beide sehr, sehr gerne, die also jetzt diese große Reihe, die diese großen Charaktere erzählt haben. Ich mochte auch Martin Henderson, der Jack gespielt hat, den ich aus The Ring kannte und Everest. Und ja, fand ich toll, da auch mal ein bekanntes Gesicht sozusagen zu sehen. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und da ist auch das Städtchen-Feeling viel mehr hervorgekommen. Also man hat viel mehr Situationen, wo das die Stadt zusammenkommt. Also sei es wirklich so eine Party, wo getanzt wird. Sei es irgendwie, oh, Stromausfall, wir treffen uns alle in der Bar. Wie diese einzelnen Komponenten sind. Passieren 1-2 Dinge, die, wo ich mir denke, ha, ist das ja zu glaubwürdig, aber okay. Es gibt so eine Wendung am Ende oder 2, die mir nicht so gut gefallen haben, wo ich dachte, ach, musste das jetzt wirklich sein? Aber ja, ich muss auch tatsächlich sagen, ich werde jetzt die Buchreihe nicht weiterlesen. Ich glaube, weiß auch nicht, was man in 20 Bänden erzählen möchte. Es war ein schönes Wohlfühlbuch, was auch einfach Spaß gemacht hat, weil man es mit jemandem zusammengelesen hat. Ist für mich einfach ein gutes Buch, mehr aber tatsächlich auch nicht und veranlasst mich jetzt auch nicht, um mit der Reihe weiterzumachen. Ja, ich freue mich aber dennoch auf die 2. Staffel der Serie, die ist bereits geplant und bestätigt. Und ja, die 1. Staffel gibt es ja schon seit Dezember auf Netflix, hat 10 Folgen und ja, da ist man wirklich relativ schnell durch und kann ich wirklich empfehlen. Eine schöne Serie, die mir auch gerade einfach, weil ich krank war und nicht so viel denken wollte, auf jeden Fall ja, mich gut unterhalten hat. Da ich herzlich krank war, aber nicht nur Serie schauen konnte oder YouTube, oder wollte, habe ich dann doch auch zu einem Hörbuch gegriffen. Mich hat tatsächlich keins meiner Hörbücher auf dem Sub irgendwie so richtig angesprochen und ich habe zu Harry Potter und der Stein der Weisen gegriffen. Ich glaube, ich muss zu Harry Potter auf diesem Kanal gar nichts mehr sagen. Ich habe ihn die Reihe ja vor 2 Jahren gereadet, hatte da die Schmuckausgaben Band 1 bis 3 gelesen. Mittlerweile gibt es ja auch die Schmuckausgabe 4 und bin dann aufs Hörbuch umgestiegen. Ich glaube, ich war da auch irgendwie mal auf Reisen unterwegs und dann war auch Sommer und dann lässt sich Harry Potter natürlich wunderbar hören. Gesprochen von Rufus Beck, da habe ich mir ja Harry Potter und der Stein der Weisen vorlesen lassen. Und es war gerade mit meinem etwas kranken, angeschlagenen Gemüt, ich glaube, das Beste, was ich tun konnte. Denn es ist so eine Art nach Hause kommen, wohlfühlen. Und wenn spätestens Hagrid sagt, Harry, du bist ein Zauberer, dann ist man irgendwie drin. Einfach richtig, richtig schön. Und auch die Kammer des Schreckens werde ich jetzt heute am Sonntag beenden. Ich habe, glaube ich, noch knapp 1,5 Stunden. Und ja, finde beide Bücher einfach ganz toll vertont. Kann ich absolut nur empfehlen. Ich packe mein Video zum Hörgenuss des Monats unten in die Infobox. Da schwärme ich ein bisschen mehr über diese Reihe. Deswegen werde ich das hier nur ganz kurz fassen. Und ja, fand es einfach toll. Ich wollte eigentlich Harry Potter erst gegen Ende rereaden. Vielleicht gerade so im Juli, wo ich dann auch einfach Urlaub habe und vielleicht auch wieder eine YouTube-Pause mache. Damit es einfach so, ja, nicht jetzt so in der normalen Zeit drin ist oder einfach im Sommer hört man einfach gerne Hörbuch und ja, aber es ist jetzt einfach so passiert und es ist auch schön und es hat mir Spaß gemacht und ich werde definitiv auch einfach jetzt weiterhören, immer mal wieder eins der Hörbücher greifen, vielleicht so alle 2-3 Wochen und immer wenn ich Lust habe und dann werde ich, denke ich, die Reihe jetzt in den nächsten 3-4 Monaten auf jeden Fall auch beenden. Ist eine absolute Empfehlung, schaut wie gesagt einfach mal ins Video vom Hörgenuss des Monats und ja, da schwärme ich noch ausgiebiger als ja, jetzt hier oder überhaupt je über Harry Potter. Und das waren sie jetzt auch schon, die Bücher der letzten 3 Wochen. Ich habe mit einem Buch von Franziska Erhardt angefangen und auch mit
einem illustrierten Buch über Mittelerde. Ich denke, das werde ich jetzt in der nächsten Woche dann lesen. Wir haben auch im Leseklub mit Infiziert gestartet und darüber werde ich, denke ich, dann auch in der nächsten Bücherwoche berichten. Zudem ist im Leseklub das Februarbuch gewotet worden. Es ist ein Buch von Arno Strobel, was jetzt gar nicht schwierig ist, weil es waren nur Bücher von Arno Strobel zur Umfrage. Ich glaube, es ist der Sarg. Ich blende euch auf jeden Fall den Gewinner einfach mal ein und da werden wir wieder um den 20. Februar dann mit Lesen starten. Also wer da Lust hat, einen Arno Strobel mit uns zu lesen, ja, guckt einfach mal im Leseklub, der immer unten in der Infobox verpackt ist. Und ja, was gab es noch? Ich habe die vierte Staffel von Good Witch beendet. Da hatte ich ja nur noch so 2-3 Folgen. Die habe ich in der Zeit dann auch noch zu Ende geschaut. Ja, ich glaube, es ist jetzt schon eine 5. Staffel auf jeden Fall irgendwie fertig. Ich weiß aber noch gar nicht, ob sie schon auf Netflix gibt. Da müsste ich jetzt einfach mal nochmal schauen, ob wann die jetzt kommt. Ich fand es wieder ganz schön. Es ist halt auch so eine Wohlfühlserie, so ein Städtchen, liebenswerte Charaktere. Ich muss aber schon sagen, dass ich in der 4. Staffel gemerkt habe, dass mir doch zu viel wiederholt wird. Dass manche Dinge einfach nicht zu Ende gebracht werden, obwohl man denkt, ach, jetzt reißt euch mal zusammen und kriegt euch. Und das ist mir dann persönlich manchmal auch ein bisschen zu langwierig. Aber ja, jetzt einfach mal sehen, was Staffel 5 noch so ein bisschen bringt. Dann habe ich Virgin River die komplette Staffel gesuchtet und dann habe ich ja mit der 6. Staffel von Grace und Frankie auch begonnen. Ja, macht auch wieder Spaß. Ich glaube, dazu erzähle ich dann einfach mehr, wenn ich die 6. Staffel beendet habe, vielleicht in der nächsten Bücherwoche und ja, vielleicht gibt es auch mal wieder einen Serientalk dazu. Mal sehen, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, ja, ob das auch so eine Serie ist, die euch interessiert und da könnten wir uns ja vielleicht mal in einem Serientalk so ein bisschen austauschen. Ja, das war soweit, was auf meinem Notizzettel alle stand. Ja, das war jetzt gar nicht so viel für 3 Wochen, ne? Es ist irgendwie... Ja, aber es ist so. Also manchmal passiert einfach das Leben und da müssen eben auch einfach andere Dinge zurückstehen, beziehungsweise als ich ja, möchte mich da auch gar nicht rechtfertigen oder Ähnlichem oder entschuldigen. Ich glaube, jeder kann das irgendwie nachvollziehen und ja, jetzt sollte es, wenn es gut läuft, hoffentlich in 2020 auch endlich ein bisschen besser werden, Ruhe einkehren, Freude einkehren, Spaß einkehren, Gesundheit wäre toll und ja, mal schauen, was so passiert. Ich hoffe, dass das nur so irgendwie die Nachwehen aus 2019 waren und ja, dass man jetzt so ein bisschen positiver irgendwie durch das Jahr geht. Das wäre ja schrecklich, wenn das Jahr so weitergeht wie bisher. Es waren keine sehr schönen 3 Wochen, also muss man ganz klar sagen, also ja. Ja, aber wir gucken positiv nach vorn und ach ja, zwischendurch hatte ich auch noch Geburtstag, stimmt. Es war jetzt nicht die größte Katastrophe, aber war direkt ein Tag, nachdem ich meine Katze habe gehen lassen müssen. Und es war ein sehr bescheidener Geburtstag, muss ich leider dazu auch sagen. Aber der war ja auch noch irgendwie dazwischen. Und ja, wenn es jetzt gut läuft, geht es die nächsten Wochen ganz normal weiter. Auch was ja, die Videofrequenz so ein bisschen angeht. Ich denke mal, ich pendel mich wieder auf 2 bis 3 Videos die Woche ein und ich liebe meine Bücherwoche und deswegen ja, geht es dann hoffentlich ganz normal in der nächsten Woche mit ihr auch weiter und ja, ich quatsche jetzt gar nicht viel rum. Ihr findet alle Infos zu den Büchern, zu den Kanälen und zu den Videos unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Erzählt mir doch gerne in den Kommentaren, was ihr jetzt so den ganzen Januar über gelesen habt, an Serie geschaut habt, ob ihr einen Filmtipp habt, würde ich mich mega, mega drüber freuen. Und ja, es ist ja tatsächlich heute schon der 1. Februar, wenn ihr das Video seht. Meine Güte, es ist nächste Woche schon die Oscars. Ja, großartig, ein Lichtblick am Himmel. Ja, erzählt mir gerne, was so ein bisschen eure Highlights oder auch Flops im Januar waren. Würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, über den Austausch. Und danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.